Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Redstone-Tutorial. Heute möchte ich euch diesen Kamin zeigen. Einige kennen von euch bereits diesen Kamin, doch das Problem war, dass es in der Zwischenzeit ein kleines Update bei Redstone gab und daher der Kamin nicht mehr so funktioniert hat, wie er sollte. Die Besonderheit des Kamins ist, dass ihr einen Geheimgang daran habt, in dem ihr ein Stockwerk tiefer gehen könnt. Hierfür löst ihr diesen Knopf aus, das Netherrack fährt zur Seite und ihr könnt hinunter. Hier ist ein Knopf, der den Geheimgang verriegelt und oben wieder alles anzündet. Allerdings haben wir beim alten Design mit den Stufen das Problem, dass die Feuerbälle oft übers Ziel hinausschießen und daher euer Haus anzünden können. Ich zeige euch aber nun, wie ihr Schritt für Schritt diesen Kamin bauen könnt. Setzt zuerst einen Ziegelstein, dann einmal Redstone und darauf nochmal einen Ziegelstein. Dann nochmal zwei Ziegelsteine, hier dran einen Redstone-Verstärker und hier eine Fackel. Hiervon setzen wir einen klebrigen Kolben, den wir eine Treppe so setzen. Neben dieser Redstone-Fackel setzen wir nun einen Kolben. Hier auch nochmal einen klebrigen Kolben und hier. Diese drei Kolben ziehen später das Netherrack zurück oder fahren es vor. Diese Kolben bildet den Eingang des Geheimgangs. Auf die drei klebrigen Kolben setzen wir nun Werfer. Diese drei Werfer entzünden uns später das Netherrack mit einem Feuerball. An die drei Werfer kommt noch ein Block und anschließend eine Reihe Redstone. Hier könnt ihr nun das Netherrack anbringen. Und nun kümmern wir uns darum, dass die Knöpfe kein kurzes Signal ausgeben, sondern den Geheimgang so lange offen halten, bis wir den Knopf wieder drücken. Dies müssen wir bewerkstelligen mit einem sogenannten T-Flip-Flop. Wie ihr das baut, zeige ich euch jetzt. Setzt unter den Kolben einen Redstone, entfernt diesen Block und setzt eine Fackel da rein. Zwei Blöcke entfernt, setzt ihr einen klebrigen Kolben und davor nochmal Ziegel. Anschließend nochmal Ziegel, einen Redstone-Verstärker, nun einen normalen Kolben und darauf einen Block Sand. Baut jetzt hier eine Treppe aus Stein, insgesamt drei hoch, entfernt diese drei Blöcke. Nun setzen wir hier einen Knopf und hier. Der untere Knopf dient dazu, den Geheimgang von unten zu schließen. Mit dem oberen Knopf könnt ihr ihn von oben öffnen und schließen. Und nun setzt ihr hier noch Redstone. Wenn ihr jetzt den Knopf auslöst, zieht sich das Netherrack zurück und ihr könntet hier runtergehen. Wenn ihr ihn wieder auslöst, fährt das Netherrack vor und die drei Werfer würden auslösen. Ich setze nun hier noch zwei Stufen, um zu demonstrieren, dass die Feuerbälle über die Stufen fliegen würden. Wie ihr sehen könnt, haut er hier ab. Allerdings nicht so praktisch, wenn ihr ein Holzhaus habt, weshalb wir das Design des Kamins ein bisschen abändern müssen. Mit drei Treppen sollte dies nicht mehr passieren. Wie ihr sehen könnt, haben die Treppen verhindert, dass die Feuerbälle durch die Welt fliegen. Kümmern wir uns nun um das Design. Aktuell würden wir hier reingehen. Baue nun hier eine Reihe und hier eine Reihe. Hier muss ich unter dem Netherrack bleiben. Also werde ich hier eine Stufe anbringen, hier eine Stufe und dann gehe ich anschließend hier noch eine Stufe und hier eine Stufe runter. So gehen wir in den Geheimgang. Ihr könnt es nun noch zubauen. Achtet darauf, keine Redstone-Wege abzutrennen. Ich gehe hier nun so hoch. Auch hier hinten ziehe ich eine Mauer, damit das Ganze einfach versteckt ist. Das Problem des alten Designs kommt nun. Da die Werfer etwas geändert wurden, kann der Werfer die Feuerkugel nicht mehr durch geschlossene Blöcke schießen. Deshalb setzen wir so Stufen. Ihr könnt aber auch Quarzstufen nehmen. Wie ihr gerade in dem kurzen Zusammenschnitt sehen konntet, gehen allerdings auch jetzt noch immer nicht sofort alle Netherrack an. Wir bauen nun hier noch einen hoch und hier. Wir bauen hier noch eine Treppe und hier gehen wir auch noch hoch und bauen hier auch noch eine Treppe. Damit ihr von hier oben ungestört rein könnt, baut am besten hier so eine Treppe. Hier habt ihr rein theoretisch euren normalen Boden. An den Seiten könnt ihr hier noch schließen und hier. Anschließend gehen wir hier zwei nach oben. Dann gehe ich hier noch rüber und hier noch. Auch hier könnt ihr noch zumachen. Ihr könntet aber auch diese Blöcke aus Quarz machen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und hier und hier und hier und hier. Dann so und so. Nun setze ich hier in der Ecke eine Quarztreppe. Hier, hier und hier. Hier oben setze ich eine Stufe. An den Rändern werde ich ebenfalls Quarzblöcke nehmen. Auch hier. Ihr könnt auch hier eine Quarztreppe machen und hier, hier und hier. Hier nehme ich auch noch jeweils zwei Quarzblöcke. Damit nun dieser Knopf nicht so auffällt, werden wir ein bisschen schummeln und mehrere anbringen. Deshalb mache ich hier noch einen und hier, genauso auf der anderen Seite. Auch innen drinnen könntet ihr rein theoretisch welche anbringen. Ihr könnt auch hier gerne noch mit Quarz auskleiden. Tobt euch ruhig beim Design ein bisschen aus. Ich habe an den Seiten zum Beispiel Endstäbe verbaut und obenrum habe ich nochmal eine Reihe gezogen. Anhand von Netherrack könnt ihr aber auch Seelensand verwenden. Somit habt ihr blaue Flammen. Wenn ihr wollt, dass der Kamin wirklich jedes Mal richtig zündet, dürft ihr vor die Werfer überhaupt gar keinen Block setzen. Hierbei riskiert ihr allerdings, dass man die Werfer von außen sehen kann. Man kann sie dann je nach Flamme sehen. Allerdings ist jetzt gewährleistet, dass alle drei Werfer gleichmäßig zünden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und schaut auch in den nächsten Tutorials wieder mit vorbei. Bis dahin sage ich Ade, war schön, danke, dass ihr dabei wart.